Jetzt habe ich schon gleich meinen nächsten Interviewpartner neben mir stehen. Und zwar ist es die Frau Wollenberg. Sie ist von Juvo Immobilien, dort Hausverwalterin. Und sie hat vor allem auch einen ganz speziellen Auftrag bei IVD. Erklären Sie mal, was Sie da genau machen. Also ich bin im IVD in Berlin in Brandenburg im Vorstand tätig und mein Spezialfach ist natürlich die Hausverwaltung im Fachausschuss für Hausverwalter. Und Ihre Firma Juvo Immobilien, was ist da für ein spezieller Schwerpunkt? Also wir haben das aufgeteilt. Ich arbeite mit meinem Mann zusammen bei Juvo Immobilien. Er ist der Makler, der klassische Makler und ich habe den Bereich der Hausverwaltungen unter mir. Beim IVD sind Sie ja im Vorstand der Hausverwalter und Sie haben einen speziellen Auftrag bekommen im Bereich einer Internetplattform. Ja, das hat sich entwickelt. Wir sind im Fachausschuss natürlich immer bemüht, den Mitgliedern Handwerkszeug einfach an die Hand zu geben, mit dem sie ein Alleinstellungsmerkmal als IVD-Hausverwalter haben. Und wir haben eine Plattform entwickelt, in denen die Verwalter die Möglichkeit haben, Daten einer WEG, eines Miethauseigentümers online zu stellen, dort abrufbar, der IVD-Verwalter transparent und modern. Ja. Seit wann gibt es denn diese Plattform? Die ist ganz neu. Also wir sind jetzt hier das erste Mal damit in Werbung gegangen, versuchen jetzt natürlich die Kollegen darauf aufmerksam zu machen. Die müssen erst mal wissen, dass es das gibt. Es gibt es auch schon. Also wir haben das nicht erfunden. Das gibt es schon, aber sehr teuer. Für kleine, mittlere Unternehmen einfach nicht leistbar. Und deswegen hat der IVD hier die Vorleistung übernommen und gegen eine kleine Aufwandspauschale können die Kollegen das bekommen und benutzen. Das ist ja super. Wir sind ja hier auch beim Deutschen Immobilientag vom IVD und das Motto dieses Jahres ist ja der Immobilienmarkt im neuen Jahrzehnt. Gehört das mit dazu, dass man wirklich innovativ ist, auch vieles im Netz macht und gerade so Plattformen erstellt? Ja, natürlich gehört das dazu. Es ist als Verwalter vielleicht noch viel klassischer als Makler, ist man natürlich, man muss das Alte wahren, nicht? Man hat die alten Traditionen, die Häuser, sie müssen erhalten bleiben, gerade im Altbaubereich. Aber man darf das Moderne nicht außer Acht lassen. Und das ist unsere Aufgabe, das sehen wir so fürs nächste Jahrzehnt. Und ich denke, das ist ein Schritt dazu hin, ja. Dann danke ich Ihnen vielmals, Frau Wollenberg. Ich hoffe, dass Sie noch einen schönen Immobilientag haben. Ja, das werden wir haben. Vielen Dank. Und wir genießen noch die restliche Zeit. Es ist wirklich nicht mehr lang. Deswegen bleibt dabei. Wir haben auf jeden Fall noch ganz viele Interviews und schalten uns immer wieder ins Programm. Bei Immobilien gibt's nur eins. Das Markenzeichen qualifizierter Immobilienmakler, Verwalter und Sachverständiger. IVD.